Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Ja Leute, wir sind hier immer noch im Compacky und wir müssen jetzt endlich unseren großen Auftrag durchführen. Da haben wir letztes Mal schon mit dem Flathead so ein bisschen rumgeguckt. Und jetzt müssen wir so ein bisschen warten, bis die gute T-Bug ready ist. Und ich würde sagen, wir setzen uns doch einfach mal hin. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das alles komplett schief laufen wird. Ein paar Stunden später. Hm. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Ja. Hm? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine Scheiß-Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschutz. Und dieser bescheuerte Name, Stahldrachen. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Es geht alles immer noch viel zu leicht. Die stellen sich das alles so easy vor. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Viel zu gut. Wow. Viel zu gut. Bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Das sagt ihr von Anfang an schon. Das sagt ihr schon von Anfang an. Oh, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Oh Mann. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Guck mal kurz rein. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration, der Safe. Ja, ich gucke hier gerade mal. Schnell. Ja, okay, Moment, das können wir uns leider gerade nicht angucken, weil wir schnell machen müssen. Yorinobus Signal ist weg. Da wäre aber bestimmt was Interessantes gewesen. Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Okay, ja, ich bin dabei. Moment, da hinten ist eine Knarre. Ist sogar golden. Moment, die will ich haben. Kongo. Yorinobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Eine Knarre. Sehr cool. Moment. Bingo, da kommt was raus. Komm her, wie? Ja, Moment. Ich will ganz kurz die Sachen mitnehmen. Nee, das war's. Ich glaube, das war's. Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Aber wir haben die Knarre von ihm. Immerhin. Sehr geil. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Das ist viel zu einfach, Leute. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Das... war doch abzusehen! Wie lange als ob das so einfach ist! Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Jetzt mach ich ihn, T-Bug. Super. So. Überlass den mir, okay? Okay. Relic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Smart. So, schneller. Vielleicht da hochgehen? Wir können da oben verstecken im Zweifel. Zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Welche Säule?
Rein da, jetzt. Wieso gehen wir nicht da hoch? Da sieht uns auch keiner. Okay, okay. Wieso kann man da rein? Bist du hinter dem Fernseher oder sind was? Drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Wieso sind wir nicht da einfach hochgegangen? Ich weiß es nicht. Oh. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Heißkalter Bastard. Ja, der sagt mir was. Was machen wir jetzt? Wir warten. Wieso sieht das aus, als ob der mich direkt anguckt? Wovon redet der? Der guckt mich direkt an. Buck, wer kommt da? Guckt mich genau an. Guck mal, resistent gegen alles Mögliche. Oh nein. Guckt doch direkt auf mich. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Ach so. Arasaka? Darum sind wir nicht da hochgegangen. Hm. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Wir reden halt direkt neben. Gefällt das nicht, dass der gerade da rumgegangen ist? Er guckt mich die ganze Zeit ganz direkt an. Oh, fuck. Hi. Also, ich tue weh. Arasaka-sama. Mada Bodychek no wat imasen. Watashi no musko da. Sonji te orimas. Omochishimashou ka, Rei no. Watashi ga yaru. Itte kure. Oh, der hat uns fast entdeckt. So knapp. Aber der Typ guckt uns immer noch an. Entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kajade. Wir reden und die sind direkt daneben. Ob die uns nicht hören? Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれると、よく言うだろう。 自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？なんかの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えてない。 そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに超えてはならない一線を超えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。 この裏切りだけは決して許せん。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。Das schlecht. これでもう俺のことを許す必要はない。 Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir sind so gut wie tot. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird.
anders. Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Giftet. Soda. Ja gut, das hast du nicht so gut gemacht. Moment, vergiftet. Das können die doch ganz easy nachprüfen. Ich meine, der hat ihn hier gegengehauen, da ist Blut am Hinterkopf und sicher auch hier dran. Da sind Würgemale am Hals und hier ist garantiert kein Gift in den Getränken. Das fliegt doch sofort auf. Umgelegt. Dass das nicht stimmt. Das kann man easy nachfahren. Wir müssen hier ganz schnell weg, Leute. Scheiße, wir sind geliefert. Das wird doch safe uns angehängt. Wach, du musst uns hier rausholen, sofort. Eine Sekunde. Ja. Haben wir nicht. Fuck. Oh, der hat auch irgendwas. Okay, Nihan. Gucken wir uns nachher an. Scheiße, Arasaka ist tot. Nice. Zwei Special-Waffen. Oben irgendwas? Wo müssen wir hin? Öffne das Schloss. Okay. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck. Ja. Nein, nicht jetzt. Die haben mich... Fuck! Dios santo bendito. Die ist weg. Fuck. Ist die jetzt gestorben? Jetzt wirklich, Jackie? Ich glaube, sie ist gerade gestorben. Ich glaube, gerade ist T-Bug gestorben. Das ist alles nicht so geil. Das war doch von Anfang an klar, dass das nichts wird. Dieser Riesenauftrag. Das, Jackie. Und nicht Auftragen in so eine Gruppe Anfänger. Okay. Bei T-Bug glaube ich ja doch so ein bisschen länger im Geschäft war als wir. Scheiße, aber trotzdem. Ist das Trauma? Jetzt ist die tot. Wenn es wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Locht. Hoffe, die haben uns nicht gesehen. Das ist alles nicht gut. Spring! Oh Gott! Leben wir? Hallo? Mann, ey, das war doch alles so krass. Oh, das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Wo ist das Ding kaputt? Jackie, du blutest. Jackie wurde angeschossen. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo. Das war alles nicht die geilste Idee. Was machen wir denn jetzt? Parker, ruf sie an. Ich wartete gerade wirklich die Anweisung von T-Bug, aber die ist ja leider nicht mehr da. Tu's einfach. Okay, aber dann. Wow. Das ist ein interessantes. Konpeki ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei. Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Ist das sicher? Das wie? Bist klingt du da? Nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Naja. Dass die immer sofort nachfragen müssen. Gib mir doch mal einen Moment zum Überlegen. Na gut, Jackie, mach mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ja? Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Jackie, du siehst nicht ganz so gut aus. Delamain. Ach stimmt, der soll uns hier rausbringen. Del,
Wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Ich steh doch mal auf, Schlüssel. Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Ja, bin dabei. Warte, Jackie. Sie. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe gar keine Waffen. Ich habe jetzt nur Waffen, weil ich die gefunden habe. Stimmt, die habe ich ja abgegeben. Wie kriege ich die denn wieder? Was haben wir denn hier gefunden? Ich gucke mal ganz kurz. Kongu. Dank herausragenden Mods kann der Benutzer dieser Waffe Querschläger ohne die normalerweise dafür benötigte Cyberware nutzen. Der verringerte Rückstoß und die erhöhte Schussrate gleichen die kleineren Magazingröße aus. Ebenso natürlich wie elegant. Und Nihan. Treffen durch Werfen der Waffe verursacht Bluten. Der Gegner bereits durch Satori von Bluten betroffen ist, verursacht Nihan stattdessen Blutungen. Diese Blutungen ziehen dem Gegner Gesundheit ab und stellen deine wieder her. Okay, das ist cool. Code Red aufgelöst. Ja. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Ja. Madres, wir gehen da runter. Das eine Übung war, wozu das Sonderkommando? Sonderkommando? Wir sind in der Lobby. Durchsuchen das. Ach du Scheiße. Ich habe wieder nie im Leben. Jetzt hier ruhig sneaky abläuft. Wie, die können mich sehen. Bis. Einheit 3 hat den Überlast einen flattered Kampfbot gefunden. Einer du. Drohnen haben auf der Tentaus-Ebene das Feuer auf Bedrohungen erhalten. Nee, warten ist nicht. Wir müssen hier raus. Töten am besten nicht noch jemanden. Was haben wir denn hier? Schalldämpfer, sehr praktisch. Oh, sehr cool. Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Okay. Im Moment, Schalldämpfer haben wir gefunden. Moment, erstmal hier. So. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Sehr gut. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Achtung! Moment. Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Hoffen wir mal, das geht jetzt hier nicht an der Zeit. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen auch nicht schlecht. Des Personals. Ja. Stimmt, ich habe ja hier jetzt reduziert, dass das nicht mehr... Also, dass es um eins immer reduziert wird. Das ist vielleicht ganz gut. 1C, BD, kriege ich wieder nicht gut hin. Das geht wieder nicht gut. Ich muss mit 1C auf jeden Fall anfangen. Und danach auf jeden Fall ID. Da ging nicht. So. Dann versuchen wir mal unser Glück. Mal gucken, ob wir hier raus... Geht's gar nicht raus. Okay. Hier lang! Wo lang? Wurden die Sendräume gecheckt? Ja, alles sauber. Nichts Seltsames, ungewöhnlich. Ja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Gehen Sie noch mal nach. Es ist ganz gut zu warten, bis die... Bleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Steht da hin?
hinten. Ich hoffe, das klappt alles. Das war frech. Achtung! Im Conpecky Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie den denn jetzt? Und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Wenn ich einen nehme, schnappt sich Jackie den anderen? Tut er nicht. Okay, soweit so gut. Jackie nicht. Achtung, die sehen uns schon. Bleibt wachsam. Sie ist hier irgendwo. Woher weißt du, dass ich ein Sie bin? Komisch. Einen mussten wir töten. Keine Ahnung, wie ich das hätte gut lösen können. Leider. Bleibt wachsam! Sie ist hier irgendwo! Meine Güte, bin ich nervös gerade. Irgendwie sind halt alarmiert. Komisch. Ja, echt komisch, ne? Achtung! Im Conpecky Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Okay, die haben den da gesehen. Okay, so weit, so gut. Scheiße! Die sind überall! Ja. Wollte sich gerade wie unser Assassine die ganze Zeit durchsteigt. Sneaky, sneaky, ich mach einfach ein Assassin's Creed hier raus. Nur so weit, so gut. Aber die wissen auf jeden Fall, dass jemand hier ist, leider. So viel zu lesen gerade schon wieder. Dass hier nicht eine Kamera ist, das finde ich auch irgendwie weird. Achtung! Im Conpecky Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Ist da jemand? Sicherheitsdienst! Sofort öffnen! Ist das die Tür, wo die vorstehen? Das ist die Tür, wo die vorstehen!
jemand von uns, glaube ich. Okay, der hat's gesehen. Ich weiß, dass du da bist. Ich spüre es. Nicht gut. Wie? Die können dich sehen. Geh schon. Shit! Sie haben uns gesehen! Auf sie, Chica! Das... Mann! Ich war doch so gut! Ah, ich hätte nicht schnell laufen sollen. Schade. Aber das wäre cool gewesen, wäre ich hier sneaky rausgekommen. Naja. Sind halt auch noch so blöde, die so viel aushalten. Na ja, gut. Toll, ich hätte noch zwei töten müssen. Mann. Das wären nur noch die beiden gewesen. Naja. Chinga tu madre. Der geht nicht. Was ist mit dem anderen? Weiß ich nicht. Bleib wachsam. Sie ist hier irgendwo. Oh. Doch noch welche. Ich geh schon. Doch noch welche. So, noch sehr viele. Hallo! Hallo! Du? Ja. Statusbericht. Alles okay. Sichern Stock für Stock. Bisher nichts. Hier auch. Fahrstuhl deaktivieren und weitersuchen. Fahrstuhl ist auch bewacht. Machen ihn kalt. Wenn das hier vorbei ist, piss ich auf dein Achtung. Grab! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Immer noch nichts. Oh, findet sie, verdammt! Ja, Sir! Das sind manchmal die Anzeige echt ein bisschen tricky, wenn dann nur so ein bisschen, bisschen Leben noch übrig bleibt. Wesentlich. Ich darf nicht von so weit wegschießen, glaube ich. Na ja, gut. Ist ja eh nicht mehr full sneaky gewesen. Jetzt lass uns schnell hier weg, Jackie. Das fällt mir da vielleicht nicht so sprinten. Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute. Und das wird uns vermutlich angehängt. Ist eine. Wenn das mit dem Gift total Quatsch. Scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chilvi. Wir überleben das. Wenn du das jetzt schon so sagst, dann nicht. Ja, genau. Erzähl das T-Bug. Erzähl das Bug. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kannst... Das war eine Scheißidee hier. Ändern. Nee, wir können es nicht ändern. Aber das war von vornherein doomed. Allein schon, weil wir uns so sicher waren, dass wir das easy rocken werden hier. Im krassen Auftrag. In dem Kampf, das gefällt mir nicht. Okay, jetzt muss ich kämpfen. Okay, sneaky bin ich für den Geist geworden. Das sehe ich gar nicht, dass ich das tue. Kann ich die bitte ausschalten? Kann ich bitte treffen? Getroffen! Alter, die Waffe kann ja gar nichts. Dann schieße lieber mit der Pistole wieder. Kann ich wenigstens ein bisschen genauer zielen. Hält mir aber auch aus.
Beziehungsweise, Moment, wir machen das mal anders. Wir brauchen eh nicht mehr leise sein. Und daher können wir auch den Schalldämpfer runternehmen. Sehr gut. So. In Bewegung. Bang. Ihr sollt mich zurückwerfen! Einheiten am Boden! Wieso schießen die denn so viel besser als ich? Volltreffer! Hier ist natürlich jetzt alles voller Kameras, oder was? Wird? Dauro, das werden sie nicht sowieso schon völlig erwarten. Kann ich nicht hacken? Rutschluss. Jetzt muss das reloaden. Ich glaub's ja nicht. Moment, ich schlag nach! Ja, Moment. Ich muss looten. Hört man was? Ist bestimmt irgendwas verpassbar, weil man hier nicht wieder zurück kann. Zum Beispiel die beiden Waffen, die ich eingesammelt habe, die Special-Waffen. Die sind bestimmt verpassbar. Ganz happy, dass ich die eingesammelt habe. Hier ist natürlich jetzt alles voller Kameras, ne? Jetzt, wo es egal ist. Joch, hier wird es kein Mensch mehr ist, ne? Jetzt komm, lass uns hier abholen. Fahrstuhl. Schon gerade deaktiviert. Jetzt los. Ich bin ja schon da. Jackie? Ich hab einen Leck. Halt durch. Halt sie ab! Element. Ich empfehle dringend, keine Zeit beim Einsteigen zu verlieren. Schnell! Delamain, drück drauf! Jackie! Alter, fahr los, du komisches KI-Taxi! Nicht schlecht! Kundenfeedback registriert. Bitte schön. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So. Delamain! Hi! Adam Smasher. Ruhig! Straßenblockade voraus. Ich bitte Sie, mich nicht festzuhalten. Scheiße! Hallo, du hast doch hier irgendwie Gefechtsmodus, hast du gesagt. Das ist schön. Alter, wir sind so tot, ne? Warum geben wir nicht einfach auf? Weil die denken, dass wir den scheiß Typen da gekillt haben. Vielleicht darum. Kann ich euch hacken? Ja, dann verliert ihr mich. Wow, das bringt überhaupt nichts, weil die trotzdem hinter mir sind. Feindliche Lufteinheit eliminiert. Okay. Meine Güte. Sieht aus wie Leiche, ja. Ich glaube, Scheiße, ich gleich ganz recht. Wir haben es geschafft. Ja, aber zu welchem Preis? Alles schiefgelaufen und T-Bug ist tot. Kritisch ist. Schön, was bringst du einem Ripper-Doc? Bring uns zu einem Ripper-Doc. Los! Wir müssen zu einem Weg. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Junge! Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff das. Ich bin mir da nicht so sicher. Mr. Wales wachhalten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie
Sie wusste es. Die ganze Zeit. Ja, sie hat ihm ja gesagt, er soll nicht auf die Mission gehen. Nimm du ihn für mich. Nicht so die geilste Idee, glaube ich, schon wieder. Weil bei Jackie hat er auch nichts gemacht. Oh nee, Jackie! Das ist belastend. Geile Mission. 2/3 von der Crew draufgegangen. Mann, ich mag Jackie voll gerne und die mochte ich auch. Mr. Wells ist verstorben. Och Mann, Jackie. Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Alter, nirgendwohin warte ich auf mich, bring ihn nach Hause. Bring ihn zu Vectors Klinik, gib mir eine Minute. Zu seiner Familie. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet sie in Zimmer 204. Ja. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Scheiß Oberliga, ey. Zu welchem Preis? Boah, das geht mir gerade voll nahe. Das Ding ist halt, das wusste ich halt, dass Jackie stirbt. Ich meine, CD Projekt Red hat das vor Erscheinen des Spiels schon in einem Trailer gespoilert, dass Jackie stirbt. Das war auch irgendwie, fand ich, immer nicht so die geilste Idee. Aber das weiß halt so gut wie jeder, aber da muss man das Spiel nicht mehr gespielt haben, weil sie es einfach 2 Jahre vorher schon gespoilert haben. Das geht mir gerade voll nahe. Ich mag Jackie. Mann. Oh, Mann. Jack. Kann ich da nochmal reingucken? Jackie. Ich wollte mal bei sagen. Och Mann, ich kann ihn nicht mal richtig sehen. Wer bist du denn? Hä? So ein Scheiß, ey. Oh Mann. Okay, Leute. Ich würde sagen, dann gehen wir zu Dex beim nächsten Mal. Boah. Der Auftrag ist ein bisschen schief gelaufen. Das war auch so klar, ne? Die waren sich alle von Anfang an so sicher. Das ist so ein Riesending. Warum werden so Anfänger damit beauftragt? Und warum nehmen das alle so locker? Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden. Es ist halt natürlich alles schief gelaufen. Okay, Leute. Dann hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Ich bedanke mich wie immer vielmals fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.